Hallo LS-Freunde, und hier haben wir ein Brandner DBW 18000, also 18.000. Das ist ein schöner Dreiachsanhänger mit Drehschimmel. Sehr schön, ideal für die ganzen Ballen, die hier noch bald kommen werden, die wir alle noch gemeinsam wahrscheinlich in LPD pressen werden. Wunderbar, schön. Auch wieder von der originalen LS-Seite, also sollte auch komplett fehlerfrei sein dann. Können wir auch nochmal gucken. Ja, auch wunderbar fehlerfrei. Ich habe mich beim letzten Video ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass die Mods auf der Originalseite zum Download gibt und deswegen fehlerfrei sind. Gemacht hatten die Mods natürlich andere Leute. Aber okay, sorry, das habe ich falsch ausgedrückt. Hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Auch hier wieder die ganzen Details, alles wunderbar. Ich weiß noch nicht, ob ihr jetzt dann irgendwas zum Fixieren eingebaut ist, so viel ich in der Beschreibung gelesen habe, nicht. Aber es sollte kein Problem sein, die Ballen sollten fix halten. Werden wir wahrscheinlich im Laufe des LPTs auch noch feststellen. So, hier können wir nochmal gucken. Auch das Drehschimmel funktioniert einwandfrei hier. Kann ich ganz einknicken. Ja. Also man kann hier wirklich schön in den Kreis fahren, ohne dass man irgendwelche Probleme hat. Zack. Wunderbar klappt das. Er bleibt schön in der Spur hinten, zieht schön nach. Spitzenmod, gefällt mir. Gucken wir nochmal in den Shop. Den finden wir hier unter Ballentechnik. Hier ist er. Hier steht schon BM Modding hat ihn gemacht. Ja, Unterhaltskosten 5 Euro, 18.500 kostet der und dient zum Transport von Ballen. Sehr schön. Gut, das war's dann auch schon wieder mit der Vorstellung. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten. Lasst ein Like und Daumen hoch, Abo, teilt das Video und schaut beim LPT vorbei. Macht's gut, bis dann.